Es wird immer gesagt, dass die Meteorite alle aus dem Asteroidengürtel kommen, bis auf ein paar wenige, die von Mars oder dem Mond kommen. Und ein wichtiger Beleg dafür, dass die tatsächlich aus dem Asteroidengürtel kommen, sind die Orbits, die wir von einigen Meteoriten kennen. Und zwar, indem wir die Trajektorie des Meteoriten, wenn er durch die Atmosphäre fliegt, triangulieren und zurückrechnen in den Weltraum. Und dann bekommen wir den Orbit dieses Meteoriten raus. Und das ist, was hier in diesem Plot einmal gezeigt ist. Auf der X-Achse hier ist der Abstand aufgetragen in astronomischen Einheiten von der Sonne. Also wir gucken von oben auf unser Sonnensystem drauf. Das heißt, im Zentrum von dem Ganzen haben wir hier die Sonne und dann nach außen kommen die Planeten Merkur, der ist jetzt hier nicht eingezeichnet, dann kommt hier Venus, dann kommt hier die Erde, dann hier Mars und hier außen schließlich Jupiter. Und all die kleinen blauen Punkte hier dazwischen sind Asteroide, tatsächlich hier Trajektorien von Asteroiden, die eben den Asteroidengürtel bilden. Und eingezeichnet sind hier die Orbits dieser fünf gewöhnlichen Chondrite, die wir haben. Also haben wir hier Pribram, dann gibt es hier Innisfree, Diala, Farmington und Lost City. Alles gewöhnliche Chondrite, die bilden ja die größte Gruppe der Meteorite. Und die kommen alle ganz offensichtlich hier aus dem Asteroidengürtel. Und daher liegt es nahe und macht es Sinn, auch anzunehmen, dass die gesamten restlichen Meteorite sehr wahrscheinlich auch alle hier aus diesem Asteroidengürtel stammen. Und das ist ein direkter und sehr schöner Beleg dafür, dass Meteorite von Asteroiden aus dem Asteroidengürtel abstammen.